Das ist Wahnsinn, was sich gerade vor und hinter der Brötchentheke abspielt. Brot, Gebäck, Brötchen, alles wird gefühlt jede Woche immer teurer. Es dauert nicht mehr lange und ein Brötchen kostet 1 Euro. Nicht anders hier in der Bäckerei Liebig in Pfungstadt, ein Familienbetrieb seit 1905, aktuell 56 Angestellte. Aber die Liebigs stehen stellvertretend für die ganze Branche. Denn die Bäcker sind gezwungen, weiter an der Preisschraube zu drehen, weil die Energiepreise explodieren. Und für die Backöfen wird nun mal jede Menge Gas oder Strom benötigt. Also unser Elektroofen alleine, wenn wir den Volllast anmachen, also quasi alle einzelnen Herde einschalten und voll heizen lassen, zieht er auf einen Schlag 80 kW. Das ist eine Menge. Und unser Energieverbrauch insgesamt ist extrem. Wir haben um die 200 bis 205 Megawattstunden im Jahr an Stromverbrauch. Das entspricht gut 102 Personenhaushalten. Das muss man sich einfach auch mal durch den Kopf gehen lassen. Dabei haben die Bäcker eigentlich schon genug zu kämpfen. Es gibt immer weniger Betriebe. Ungefähr 20% weniger innerhalb von nur 7 Jahren. Wegen der ganzen Probleme hat das Bäckereihandwerk jetzt die Alarmstufe Brot ausgerufen. Die Bäcker fordern von der Bundesregierung eine Art Rettungsschirm für die Branche. Sonst gibt es im Winter ein regelrechtes Bäckereisterben, fürchtet die Innung. Dabei ist die Devise von Bäcker Liebig schon nix verschwenden, wiederverwenden. So werden die Räume hier am Stammsitz in Pfungstadt mit der Abwärme der Öfen und Kühlanlagen beheizt. Eine Photovoltaikanlage liefert Sonnenstrom für die Transporter. Dieses Einsparpotenzial reicht aber hinten und vorne nicht. Man merkt schon, dass die stetig steigenden Preise einfach immer schwerer machen zu kalkulieren. Wir könnten fast jeden Tag eigentlich neu kalkulieren. Ja, und wie wir das an den Kunden weiterreichen sollen, wissen wir beim besten Willen nicht, weil der Kunde wird auch irgendwann sagen, Leute, ihr habt tolle Brötchen, ihr habt ein schönes Brot, es schmeckt super, aber ich kann das nicht bezahlen.